Erste Folge. Übersicht der folgenden sechs Meditationen. Erstens. In der ersten Meditation werden die Gründe auseinandergesetzt, weshalb wir an allen, besonders aber an den materiellen Dingen, zweifeln können. Solange nämlich unser Wissen nicht festere Grundlagen hat als bisher. Allerdings dürfte wohl der Wert eines so umfassenden Zweifels nicht auf den ersten Blick klar sein. Er ist gleichwohl sehr groß, insofern er uns nämlich von allen Vorurteilen befreit und uns den Weg ebnet, um ganz leicht den Verstand von den Sinnen abzuziehen. Schließlich bewirkt er, dass wir an dem, was wir hernach für wahr befinden, nie wieder zweifeln können. Zweitens. In der zweiten Meditation macht der Geist von der ihm eigenen Freiheit Gebrauch und nimmt an, dass nichts existiere, an dessen Dasein auch nur der geringste Zweifel möglich ist. Dabei bemerkt er, dass er unmöglich selbst unterdessen nicht existiere. Das ist aber von größtem Wert, denn der Geist vermag aufgrund dessen leicht zu unterscheiden, was zu ihm als dem erkennenden Wesen und was zum Körper gehört. Vielleicht wird der eine oder andere Leser an jener Stelle Gründe für die Unsterblichkeit der Seele erwarten. Diese muss sich sogleich darauf aufmerksam machen, dass es mein Bestreben war, nicht zu schreiben, ohne es aufs Genaueste zu beweisen. Darum konnte ich keine andere Methode befolgen, als die in der Geometrie gebräuchliche, nämlich alles vorauszuschicken, von dem der in Frage stehende Satz abhängt, bevor ich aus demselben irgendetwas folgerte. Das erste und wichtigste Erfordernis, um die Unsterblichkeit der Seele zu erkennen, ist aber, dass wir uns einen möglichst klaren Begriff von dieser bilden, der sich von jeglichem Begriff des Körpers vollkommen abhebt. Dies ist dort geschehen. Weiter ist aber auch das Wissen erforderlich, dass alles das, was wir klar und deutlich einsehen und in eben der Weise, wie wir es einsehen, wahr sei. Das konnte aber vor der vierten Meditation nicht bewiesen werden. Ferner müssen wir einen deutlichen Begriff vom Wesen des Körpers haben. Dieser wird teils noch in der zweiten, teils erst in der fünften und sechsten Meditation gebildet. Daraus ist dann zu schließen, dass alles das, was wir klar und deutlich als verschiedene Substanzen begreifen, sowie Geist und Körper, auch in der Tat Substanzen seien, die wirklich voneinander verschieden sind. Dieser Schluss wird in der sechsten Meditation gezogen. Er wird eben da noch dadurch bestätigt, dass wir einen Körper stets als teilbar, einen Geist dagegen stets als unteilbar auffassen. In der Tat können wir uns ja von einem Geist keine Mitte denken, wie wir es bei jedem noch so kleinen Körper können. Wir erkennen also Körper und Geist dem Wesen nach nicht nur als verschieden an, sondern sogar in gewissem Sinne als einander entgegengesetzt. Diesen Punkt habe ich aber in dieser Schrift nicht weiter behandelt, denn eines Teils genügt das, um zu zeigen, dass aus der Auflösung des Körpers noch nicht der Untergang des Geistes folge und dass sich somit die sterblichen Hoffnungen auf ein anderes Leben machen dürfen. Andernteils aber hängen die Prämissen, aus denen auch die Unsterblichkeit der Seele gefordert werden kann, von der Darstellung der gesamten Physik ab. Denn erstlich muss man wissen, dass durchaus alle Substanzen oder Dinge, die zu ihrem Dasein der Schöpfung durch Gott bedürfen, ihrer Natur nach unvergänglich sind und nur dann aufhören zu können zu sein, wenn Gott selbst ihnen seinen Beistand versagt und sie damit in das Nichts zurücksinken. Ferner ist zu beachten, dass der Körper nicht allgemein betrachtet wohl Substanz ist und daher niemals untergeht, aber der menschliche Leib unterscheidet sich dadurch von den anderen Körpern, dass er als eine bestimmte Anordnung von Gliedmaßen und anderer derartiger Begleiterscheinungen zur Einheit verbunden ist. Dagegen besteht der menschliche Geist nicht so aus irgendwelchen Begleitumständen, sondern ist seine Substanz. Denn wenn auch alle seine Begleitumstände sich änderten, sodass er zum Beispiel anderes denkt, anderes will, anderes empfindet und so weiter, so geht daraus doch kein anderer Geist hervor. Der menschliche Leib aber wird dadurch allein schon ein anderer, dass die Gestalt einer seiner Teile sich ändert. Daraus folgt, dass wohl der Körper sehr leicht zugrunde geht, der Geist aber seiner Natur nach unsterblich ist. Drittens. In der dritten Meditation habe ich mein Hauptargument zum Beweise des Daseins Gottes, wie ich meine, ausführlich genug entwickelt. Da habe ich
Da ich aber den Geist des Lesers so viel wie möglich von den Sinnen abziehen möchte, wollte ich mich dort keiner Vergleiche bedienen, die von körperlichen Dingen hergeholt sind. Und so sind vielleicht viele Unklarheiten geblieben, die indessen, wie ich hoffe, nachher in den Antworten auf die Einwände völlig behoben werden. Weshalb soll zum Beispiel die Vorstellung eines ganz vollkommenen Wesens, die in uns ist, so viel objektive Realität besitzen, dass sie nur von einer ganz vollkommenen Ursache herrühren kann? Ich erläutere dies in den Erwiderungen durch den Vergleich mit einer weitgehend vervollkommenen Maschine, deren Vorstellung sich im Geiste eines kunstfertigen Mannes findet, wie nämlich der Vorstellungsinhalt Maschine eine Ursache haben muss, und zwar die Kenntnis dieses Künstlers oder eines anderen, von dem dieser die Vorstellung empfing, so muss die Vorstellung von Gott notwendigerweise Gott selbst zur Ursache haben. Viertens. In der vierten Meditation wird bewiesen, dass alles, was wir klar und deutlich erkennen, wahr sei, und zugleich wird gezeigt, worin der Grund der Falschheit besteht. Dies muss man unbedingt wissen, um das Vorausgegangene bekräftigen und das Nachfolgende verstehen zu können. Man beachte dabei jedoch, dass es sich hier keineswegs um die Sünde handelt oder um den Irrtum, den man beim Streben nach dem Guten und Bösen begeht, sondern nur um den Irrtum, der bei der Beurteilung von Wahr und Falsch vorkommt. Auch beschäftigt uns hier nichts, was in das Gebiet des Glaubens oder des praktischen Lebens gehört, sondern nur die theoretischen Wahrheiten, die wir bloß durch das natürliche Licht erkennen. Fünftens. In der fünften Meditation wird nicht nur das Wesen des Körpers im Allgemeinen klargelegt, es wird auch das Dasein Gottes auf eine neue Art bewiesen. Hier treten aber vielleicht wieder einige Schwierigkeiten auf, die später bei Beantwortung der Einwände ihre Lösung finden. Schließlich wird die Wahrheit begründet, dass selbst die Gewissheit geometrischer Beweise durch die Erkenntnis Gottes bedingt ist. Sechstens. In der sechsten Meditation endlich wird der Verstand von der Einbildungskraft unterschieden und ihre Unterscheidungsmerkmale werden angegeben. Es wird bewiesen, dass der Geist wirklich vom Körper verschieden ist. Und er wird gleichwohl als so eng mit diesem verbunden erwiesen, dass er mit ihm ein einheitliches Ganzes bildet. Alle Irrtümer, die gewöhnlich aus den Sinnen hervorgehen, werden besprochen und die Mittel angegeben, sie zu vermeiden. Schließlich werden alle Gründe beigebracht, aus denen man auf das Dasein der körperlichen Dinge schließen kann. Nicht, als ob ich diese Gründe für besonders geeignet hielte, um gerade das zu beweisen, was sie beweisen, nämlich, dass es in Wahrheit eine Welt gibt, dass die Menschen einen Leib haben und ähnliches, woran auch niemand mit gesundem Menschenverstand jemals im Ernste zweifelte. Aber wenn man jene Gründe betrachtet, findet man, dass sie nicht so sicher und einleuchtend sind wie diejenigen, durch welche wir zur Erkenntnis unseres Geistes und Gottes gelangen. Und daher sind diese die menschlichen, die allergewissesten und evidentesten Gründe, von denen der menschliche Geist ein Wissen besitzen kann. Dies allein zu beweisen, aber ist die Absicht der vorliegenden Meditation. Darum übergebe ich hier auch verschiedene andere Fragen, die gelegentlich darin erörtert werden.